Während des sogenannten Dritten Reiches beziehen in der Hansestadt Lübeck 4 Geistliche öffentlich Stellung gegen das nationalsozialistische Regime. Die 3 katholischen Kapläne der Herz-Jesu-Kirche, Eduard Müller, Hermann Lange und Johannes Prasek, sowie der evangelische Pastor Karl Friedrich Stellbrink. 2 Ereignisse im Jahr 1941 bekräftigen die Geistlichen in ihrer Haltung zum NS-Regime. Der überraschende Feldzug gegen Russland und der zunehmende Druck auf die Kirchen, der in Enteignungen von Klöstern und dem Euthanasieprogramm mündet. Der Rundbrief des Reichskanzleileiters Martin Bormann offenbart unverblümt die Stellung der Nazis zur Kirche. Nationalsozialistische und christliche Auffassungen sind unvereinbar. Die 4 Geistlichen rücken zunehmend in den Fokus der Gestapo. Die geheime Staatspolizei schleust Spitzel in die Gemeinden ein, die zur Verhaftung der Lübecker Märtyrer im Frühsommer 1942 führen. Johannes Prasek und Eduard Müller werden im Marstallgefängnis interniert. Hermann Lange und Karl Friedrich Stellbrink im Militärgefängnis Lauerhof. In der etwa einjährigen Haftzeit kämpfen sie mit Hunger, Kälte und Einsamkeit. Am 23. Juni 1943 werden alle 4 im Schwurgerichtssaal des Lübecker Marstallgefängnisses zum Tode verurteilt und 2 Tage später in das Untersuchungsgefängnis nach Hamburg überführt. Alle Gnadengesuche werden abgelehnt. Am Abend des 10. November 1943 werden Eduard Müller, Hermann Lange, Johannes Prasek und Karl Friedrich Stellbrink durch das Fallbeil hingerichtet. Der Lübecker Historiker Peter Vosswinkel setzt sich seit Jahren wissenschaftlich mit der Geschichte der Lübecker Märtyrer auseinander. Dieser Staat versuchte natürlich, sie als Verbrecher darzustellen, nicht als Glaubenszeugen, ist ja klar. Ne? Natürlich wissen wir aus der Geschichte, dass dahinter stand, dass der Staat es einfach nicht ertragen konnte, wenn sich Menschen und vor allen Dingen eben geistliche und christliche Menschen sich einfach diesem totalitären Machtanspruch des Staates widersetzten und nach wie vor glaubten, Gott ist uns wichtiger als der Führer. Das musste der Staat bekämpfen. Der Anlass, wenn man fragt, was nun der Aufhänger war, dann können wir sagen, dass die wichtigste und entscheidendste Tat, die ihnen vorgeworfen wurde, die Verbreitung der Galenpredigten war. Sie haben ja also im Sommer 1941, nach diesen berühmten 3 Predigten des Bischofs von Münster, haben die 4, also die 3 Kapläne und der evangelische Pastor, gemeinsam diese Predigten nun abgeschrieben und vervielfältigt. Selbst der evangelische Pastor, der immer auf die römische Kirche ja geschimpft hatte vorher und ein Feind war, der hat nun die Predigten an seine ehemaligen Konfirmanden verschickt. Nachdem eine historische und eine theologische Kommission genügend Beweise gesammelt hatten, unterzeichnete Papst Benedikt XVI. Das Dekret zur Anordnung der Seligsprechung. Ende 2003 hatte der Hamburger Erzbischof Werner Thissen den Impuls für das Seligsprechungsverfahren der 4 Lübecker Märtyrer gegeben. Die Lübecker Märtyrer haben nach ihrem Gewissen gehandelt. Sie haben nicht auf das gehört, was gerade allgemeine Meinung war, was gerade gängig war, sondern sie haben sich gefragt, wie ist das mit der Botschaft Gottes und was muss und kann und darf ich davon verwirklichen? Und das ist auch für uns heute wichtig, denn jede Zeit, auch wenn unsere Zeit ganz andere Probleme hat, steht ja doch in der Gefahr, mit den lautesten Schreiern mitzuschreien, mit dem, was gerade üblich ist, was gerade gängig ist. Die Lübecker Märtyrer sind Märtyrer des Gewissens und sind Vorbild in der Frage, nach dem eigenen Gewissen zu handeln. Die sterblichen Überreste von Johannes Prasek und Eduard Müller sind verschollen. Stellenbrings Urne wird in der Lübecker Lutherkirche aufbewahrt, die Hermann Langes in der 1955 eingeweihten Krypta der Herz-Jesu-Kirche in Lübeck. Dort wird aller 4 Märtyrer gedacht. Der heutige Propst der Herz-Jesu-Kirche, Franz Mecklenfeld, erhofft sich durch das gemeinsame Gedenken an die katholischen und den protestantischen Geistlichen, dass wir in der Ökumene durch das Zeugnis der 4 Märtyrer einen starken Impuls erhalten, dass sie in der Not, in der existenziellen Not der Gefangenschaft und der Todesverurteilung
und zuvor auch schon vor der Verhaftung, als sie sich ihrer Aufgabe und ihrer Verantwortung als Geistliche bewusst waren, dass wir bei aller konfessionellen Verbundenheit mit der je eigenen Kirche immer im Blick behalten, dass es über die konfessionelle Identität, die Offenheit und das gemeinsame Gebet, den gemeinsamen Glauben miteinander und füreinander gibt, über die Konfessionsgrenzen hinaus. Wir können sie als leuchtende Wegmarken betrachten, auf unserem Weg der Ökumene. Über die Ökumene hinaus besteht für den Propst der Wert des Andenkens an die vier mutigen Lübecker darin, dass wir hier auch in Lübeck, wie in anderen Städten auch, ein sehr waches, zeitpolitisches und politisches Bewusstsein durch sie nochmal angestoßen bekommen. Wir haben hier in Lübeck die Stadt, die als erste der deutschen Städte von alliierten Bombern zerstört worden ist oder in Teilen. Und dieser Bombardierungsdaten versuchen sich ja die Neonazis zu bemächtigen, in Lübeck, in anderswo bis hin nach Dresden. Selige und Heilige werden in der katholischen Kirche seit Jahrhunderten verehrt, aber nicht angebetet. Sie sind auch keine fromme Elite. Vielmehr deuten sie durch ihren Lebensweg auf Christus hin. Im Evangelium sagt Jesus: Selig seid ihr, wenn ihr um meines Namens willen verfolgt werdet und wenn euch alles mögliche Schlechte angetan wird. Freut euch, euer Lohn im Himmel wird groß sein. Das ist bei den Lübecker Märtyrern so. Denen ist viel Schlimmes angetan worden, aber sie haben nicht ihr eigenes Leben an die erste Stelle gesetzt, sondern Jesus Christus. Jesus Christus war für sie das Leben. Für ihn sind sie in den Tod gegangen. Die Seligsprechung bedeutet, dass durch die offizielle Bestätigung des Lebens- und Glaubenszeugnisses der vier Lübecker Märtyrer, durch die offizielle Bestätigung ein starker Anschub, noch einmal ein neuer Anschub gegeben wird, das Gedenken der Lübecker Märtyrer zu pflegen und es auch in die Zukunft weiterzuführen. Seinen Abschluss findet der Seligsprechungsprozess in dem Open-Air-Gottesdienst auf der Lübecker Parade. Der Friede sei mit euch. Und mit deinem Geist. Liebe Schwestern, liebe Brüder, herzlich begrüße ich Sie zu diesem festlichen Gottesdienst aus Anlass der Seligsprechung unserer drei Kapläne und des ehrenden Gedenkens für Pastor Stellbrink. Nos vota fratris nostri veneri tissen. Apostolisches Schreiben seiner Heiligkeit Papst Benedikt XVI., indem wir den Wunsch unseres Bruders Werner Tissen, des Erzbischofs und Metropoliten von Hamburg, vieler weiterer Mitbrüder im Bischofsamt sowie vieler Christgläubiger erhören. Und nachdem wir den Rat der Kongregation für die Heiligsprechung eingeholt haben, gewähren wir aufgrund unserer apostolischen Autorität, dass die ehrwürdigen Diener Gottes, Johannes Prasek, Eduard Müller und Hermann Lange, Priester und Märtyrer, Hirten nach dem Herzen unseres Herrn, Jesus Christus, tatkräftige Verteidiger der ihnen anvertrauten Herde und treue Zeugen der befreienden Wahrheit des Evangeliums von nun an als Selige genannt werden. Und dass ihr Fest an einem festzulegenden Tag im Monat, in dem sie zum ewigen Leben geboren wurden, an den Orten und nach denen vom Recht festgesetzten Regeln jährlich gefeiert werden kann. In celum sunt natis, in locis et modis iure statutis quot annis celebrari possit. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen. Datum Rome apud Sanctum Petrum, die undevicesimo mensis Iuni, anno Domini bis millesimo undecimo, Pontificatus nostri septimo, Benedictus Papa Decimus Sextus. Von dem Katholiken Adolf Erdmann, Mitangeklagter beim Lübecker Christenprozess 1943, ist der Ausspruch überliefert: Sag niemals drei, sag immer vier.
nach der Hinrichtung gedachten Jahr für Jahr Gemeindeglieder der katholischen Herz-Jesu-Kirche ihrer Märtyrer. Dabei wurde aber auch immer der evangelische Pastor Karl Friedrich Stellbrink mit einbezogen. Selig- und Heiligsprechungen kommen in der evangelischen Kirche nicht vor, was im Vorfeld der Festivitäten für Diskussionen zwischen den zwei Kirchen sorgte. Zunächst war das auch ein bisschen kritisch und weil man nicht so recht wusste, wie soll man mit so etwas umgehen, was uns nicht so sehr verbindet. Die Heiligenverehrung ist zwar kein trennendes Merkmal der Konfession, aber die evangelische Kirche hatte andere Bräuche. Darüber haben wir lange gesprochen und das hat uns immer mehr miteinander verbunden. Und bis hin zu der Konsequenz, die ja auch sonst ökumenisch gute Regel ist, das, was wir gemeinsam tun können, machen wir gemeinsam. Das, was wir nicht gemeinsam tun können, das machen wir getrennt. Aber es ist mir schon wichtig, dass immer aller vier Märtyrer gedacht wird. Die Lübecker Märtyrer. Mutige Vorbilder im Glauben für Christen aller Konfessionen.